Die True Believer sind zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Und Fritz hat mir gerade eben erklärt, dass die Zuschauer uns erklärt haben, dass Stan Lee so seine Fans nennt. Also die Fans der Comics. Lieber Onkel Sam, wir müssen Amerika vor Red Skull retten. Hotlick Schädlein! Hulks Hose kaputt. Genau deswegen ist meine rot-weiß-blaue Uniform maßgeschneidert und doch flexibel. Amerikanischer Erfindergeist. Ich muss Spuren aufnehmen. Ich melde mich. Oder auch nicht. Tony, los, zurück zum Stark Tower. Du brauchst etwas weniger, auffälliges. Oh, ich habe ein tolles neues Outfit. Habe ich mir neulich zusammengestellt. Der Captain America, haben die Zuschauer auch gesagt, das ist die gleiche Stimme wie Chase McCain aus Lego City. Das passt aber auch super. Wenn wir die kosmischen Steine wollen. Los, rüber zum Stark Tower und rein in den Anzug. Nein, ich will, wo ist so ein Automat? Ich will nicht Captain America sein. Lieber tot als Captain America. Wie mache ich das so? So kann ich zurückfahren. Tschüss. War das schon so ein Automat? No! Ich bin mit der blöden Fähre gefahren. Ah, ich habe eine anständige Yacht. Der Herr Stark. Ist aber auch eher kompakt. Ich will andere Kostüme für Spidey haben. Ben Reilly Spidey. Scarlet Spider. Der Symbiontenanzug. Das ist ein bisschen verschwinden hier alles. Pass auf. So. Cap. Spider-Man gesperrt. Warte mal. Wie kann man denn dann die anderen Sachen wählen? Weißt du das? Ich war hier auch noch nicht. Das ist alles gesperrt noch. Captain America. Mr. Fantastic. Oh. Ach, der Stark kann ja jetzt gar nicht fliegen. Wie kommt ihr nicht mal raus? Doch. Spider-Man. Wo bist du denn genau? Hier. Wo ist hier? Ach, kann ich dich mitnehmen? So. Offensichtlich nicht. Nee, tschüss. Also zum Stark Tower. Ja. Der muss ja hier irgendwo in der Innenstadt sein. Das heißt, du musst jetzt ein Auto klauen. Ui. Mann, ich kann auch mal einem Geist hinterherlaufen. Das ständige Rumlaufen macht mich müde. Wie können Leute nur so leben? Das ist in Iron Man 3 so geil, wie er dann in der Kneipe ist. Und draußen vorm Lokal, wo andere Leute ihre Motorräder geparkt haben, hat er halt seinen Anzug stehen. Ja. Das ist doch Stark Tower da oben. Moment. Ah ja, da vorne. Okay. Ich laufe mal hier ein bisschen durch die Straßen von Manhattan. Ich fand den übrigens, sieht das deutlich cooler aus. Ich fand den übrigens überraschend gut in Iron Man 3. Okay. Ich habe mir überhaupt nichts davon erhofft, weil alle so darauf umgehasst haben. Dann war das eigentlich echt unterhaltsam. Ja, umgehasst wäre auch übertrieben. Oh, schau mal, was ist denn da? Ein riesen Zirkuszelt. Hä? Wir hatten sowas. Wir hatten so ein Zirkuszelt-Clowns-Ding. Also in einem anderen Universum wüsste ich's. Ja, aber ja. Hier. Ach, wirklich, ja. Ich bin ein Comic-Experte. Ich weiß total wichtige Sachen. Boah, hat er die gerade überfahren? Kann ruhig wahr sein. Ist das ein Vogel? Kommen Sie hoch. Nein, ich glaube, ich würde sie dadurch nur totschlagen. Es tut mir leid, junge Frau. Das ist auch in der Realität deine Ausrede gegen Zivilcourage. Ich würde sie nur totschlagen. So, warte mal. Stark. Kann man denn hier eigentlich diese Zipline machen, wie das in den anderen Spider-Man-Spielen geht? Nee. Was für eine Zipline? Man kann doch in den anderen Spider-Man-Spielen so hier jetzt wie so ein Fahrstuhl nach oben schießen oder halt hochlaufen, also hochsprinten. Das weiß ich nicht. Aber wieso kann ich, kannst du auch mal hier, kannst du mal zu mir runterkommen? Vielleicht müssen wir da zu zweit stehen. Achso.
Die ist so da unten direkt vor der Tür. Ja, da. Spider-Man! Das ist ja geil, das macht er von selbst. Nu? Hallo? Hier steht so ein Mensch. Musst du hier stehen vielleicht? Oder geht's da vielleicht irgendwie rein? Zuerst ja, wenn wir es nicht schaffen würden, da irgendwie... Hier ist irgendwie was. Stark Tower. Juhu! Ich wünschte wirklich, ich würde in England arbeiten. Die wissen dort wenigstens... Nee, das ist eine Mission. Ich sage den Leuten ständig, sie sollen sich hintereinander anstellen. Ich würde sie ja selbst umstellen, aber die lassen mich das ja nicht mehr machen. Hä? Die Leute, richtig. Ich wünschte wirklich, ich würde in England arbeiten. Nein. Ich kann sie auch auslösen. Mensch. Ich sage den Leuten ständig, sie sollen sich hintereinander anstellen. Muss man diesen die Reihe stellen? Aber die lassen mich das ja nicht mehr machen. So schieben vielleicht? Und dann dahinter die Absperrung? Das kann nicht sein. Also, das wäre ein bisschen fummelig, das oder? Ja, das kannst du wahrscheinlich nicht mit der Figur machen. Ich kann alles. So habe ich auch in Arkham Origins repariert, dass die Verbrecher nicht auf dem richtigen Punkt draufstehen, die auch so unangenehm anrempeln. So, jetzt so guck. Jetzt habe ich es doch schon fast geschafft. Der Tag ist gesperrt, oder wie? Hä? Aber ich rote doch, Karte ich auf die Bank. Ich war eben gerade Tony Stark. Glaub, das ist verkehrt so, oder? Ich verstehe nicht. Schau mal, ist das Gelbe da vorne irgendwas? Das hier? Moment. Sag ich mal, ich drück mal hier. Bahnschaffler sind auch nicht mehr ganz bei Trost. Ne, ist auch so eine Mission. In den Bahnhöfen würden irgendwelche Monster lauern. Ist sicher nur Blödsinn. Aber würdest du vielleicht trotzdem mal nachsehen? Nicht, dass ich Angst hätte. Ich habe nur viel zu tun. Hä? Was genau schnallen wir jetzt gerade nicht? Irgendwie musst du... Also, die Tür ist doch oben. Von dem, ich kann den auch nicht auswählen, den... Kannst du denn irgendwen anders auswählen? Ja, so ein paar halt, aber die bringen mir jetzt nicht viel. Ja, wieso? Dann kannst du oben rein. Wie oben rein? Da oben ist doch eine Tür auf dem Balkon. Ach so, warte mal, kann ich das vielleicht als Werner machen? Oh, ich hab gedacht, du bist es gerade gesperrt und musst Iron Man spielen. Was, wovon redest du? Ich verstehe jetzt gerade nicht, was das ist. Ich dachte, die Aufgabe wäre, mit dem Unterhosen-Tony Stark in den Stark Tower reinzukommen. Nee, das haben wir ja schon gemerkt, dass das... Wie geht man denn hoch? Mit A gedrückt halten. Also dann klettert er einfach immer höher. Dann musst du halt so im Kreis um den Turm rum. Ah, geht das so hoch? Guck mal, wo der da hängt. Ach, höher als wir gehen nicht, oder was? Du musst doch. Hä? Der Pfeil zeigt doch auch in eine ganz andere Richtung. Der zeigt doch nach da unten. Zu dem blöden hier Eingang. Hier ist der Stark Tower. Und da muss es doch jetzt reingehen. Es geht nicht rein. Können wir denn irgendwie uns die Questziele anzeigen lassen, was wir machen sollen? Ich drück mal kurz irgendwie auf. Was steht hier? Kann ich das irgendwie. Oder ist es noch weiter oben? Was machst du? Ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach irgendwas geklickt.
Das ist ja immer gut. Ich glaube, das war jetzt Quatsch. Die Grand Central Station ist eines der Wahrzeichen New Yorks und gilt seit der Eröffnung 1913 als also einer ist die der erste Mission wieder geladen? Verkehrsknotenpunkte. Ja, toll. Oh. Ja, gut, da können wir ja raus. Was verstehen wir da nicht? Wie blöd sind wir denn? Willst du das wirklich beantwortet haben? Nee, lieber nicht. Vielleicht muss man da auch reinsmashen mit einem Auto. Oder mit einem starken Charakter. Willkommen zurück in New York, Gentlemen. Raus hier. Zurück nach New York City. Als ob wir da nicht gerade schon wären. Jetzt sind wir bestimmt wieder bei Rikers Island. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ein paar von den Nebensachen so ein bisschen merkwürdig zu verstehen. Nicht immer ganz klar formuliert. Komisch. Das liegt natürlich nur am Spiel. Natürlich. Nichts damit zu tun, dass wir völlig überarbeitet sind. Keinen Fall. Aber das, ich war auf so einem Symbol, wo man ja durch die verschiedenen Missionen scheinbar schalten konnte. Aber ich dachte, dass das dieses komische Schlossding da der Hauseingang ist. Wir brauchen Iron Man, wenn wir die kosmischen Steine wollen. Los, rüber zum Stark Tower und rein in den Anzug. Das ist doch eine Ansage. Lass dich doch mal kurz auf den Dings zurückbeamen, auf den Helicarrier. Was haben wir denn davon? Da können wir von da aus vielleicht auf den Stark Tower fallen. Hier wird's mal Venom. Wieso geht das nicht, Atta? Ich probiere das mal aus. Mach mal. Ah nee, das geht ja von hier aus. So. Return to the Helicarrier. So, jetzt bin ich da drin und tue was? Hier runterfallen. Ui! Das ist geil, ganz ohne die Düsen. Aber schau mal, es geht direkt auf den Stark Tower zu. Nee, es geht dann vorbei. Das war auch kein Fallschirm und nix, oder? Nee. Doch, ich habe einen Fallschirm auf. Und was für einen netten. Ja, ist wahrscheinlich eine Etage zu niedrig, oder? Ja, massiv zu niedrig. Oh, die Dreipunktlandung kann er auch so. So, und hier zeigt er mir eigentlich, soll hier hin. Ich versuche das jetzt mal mit einem Fahrzeug. Ja, kein Problem. Ich geh zu Fuß. Das wäre eh ganz gut. Nee, das kommt auch nicht. Warte mal, da oben ist was. Hast du noch den Captain America? Nee. Ah, ja, stimmt. Ja, das ist irgendwas Red, White and Blue. Aber den kann ich nicht wählen. Doch, jetzt geht's. Erstmal aufs Auto hauen. Ey! Hat nicht Tonys Papa dir deinen blöden Schild gemacht? Was machst du damit sein Haus kaputt? Deshalb gar nicht erst fremden Leuten helfen. Na, guck mal, hier ist das Windows-System, da ist noch die Maus an. Oh. Ach so, okay. Warum hat er denn jetzt wieder den Anzug? Das weiß niemand. Ich glaube, das ist nicht so gewollt. Egal, dass da jetzt auf einmal ein Cursor drin ist. Tada! Was für ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem. Das nur Captain America aufmachen kann, damit Tony Stark nach Hause kann. Der arme Kerl. Da ruft die Mutter bestimmt immer abends dann bei der Mutter von Captain America an. Der Stark Tower prägt die Skyline von Manhattan als A, hochmoderne technologische Forschungseinrichtung, oder B, als riesiges Denkmal für das Ego des Besitzers. Ansichtssache.
Habe ich euch schon mal von meiner Partyrüstung erzählt? Sieht aus wie ein Smoking. Für die etwas offizielleren Kämpfe. Schatz, ich bin zu Hause. Warum so ein unfreundlicher Empfang? Jarvis, ich bin's. Dein Boss. Alarm, Eindringling. Sicherheit aktiviert. Jarvis, Befehl zur Sicherheitsdeaktivierung. Tango Oscar Sierra 3963. Wir müssen unseren Weg reinkämpfen. Jemand muss sich in mein System gehackt haben. Das ist doch eigentlich mein Job bei anderen. Was zum? Okay, der war gut. Ja, mit so einem Knaller bewenden wir es dann auch heute. Ich kann mich auch meinen Anzügen nicht mehr trauen. Allen? Sie sind alle mit dem Hauptrechner verbunden. Außer einem. Den einen holen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Nein, nicht im Sperrmodus.